Wir leben alle auf demselben Planeten. Wir teilen uns alle eine Erde. Philipp kämpft sich durch den Dschungel. Das kommt mir ein bisschen vor, so wie Ab durch die Hecke. Kennst du den Film? Ja, klar. Sag mal, woher kommst du eigentlich? Wo bist du her? Wo ich her bin? Ja. Du meinst von der Nationalität her? Genau. Also erstmal komme ich gebürtig aus dem wunderschönen Eberswalde. Eberswalde ist eine Stadt in Brandenburg. Kennen vielleicht viele. Da kommen Würstchen her, die Eberswalder Würstchen. Also geboren und aufgewachsen, zumindest bis zu den jungen Jahren in Eberswalde, Brandenburg. Aber es fragen natürlich viele, wo kommt der Name her? Es ist ja Nikolic, jetzt nicht unbedingt der altdeutsche Name schlechthin. Kommt daher, dass mein Vater aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Besser gesagt aus Serbien. Also mein Vater ist Serbe. Mama Deutsch, Vater Serbe. Und daher der Name Filip Nikolic. Genau. Das ist, glaube ich, die Top-Frage bisher gewesen, oder? Wo ist denn Nationalität? Jetzt kommen wir mal zu den nächsten Fragen, die damit einhergingen. Hast du was? Also ob ich persönlich was gegen Albaner oder Bosnier habe? Das wurde halt oft gefragt. Ja. Also erstmal wüsste ich nicht, wieso ich was gegen die Leute haben sollte. Wie gesagt, es gibt ja aus jedem Land, aus jeder Religion gibt es super korrekte Leute und es gibt auch aus jedem Land, aus jeder Religion, aus jeder Ecke genauso viel Trottel. Also es ist mir viel wichtiger, wie sich jemand wirklich benimmt und was jemand sagt, im Gegensatz, wo er denn eigentlich herkommt. Also nein, ich habe nichts gegen diese Leute. Also auch aus meiner Bundeswehrzeit habe ich auch viele Kameraden gehabt mit albanischen Wurzeln oder russischen oder türkischen oder was weiß ich. Von daher das ist mir Wurst, wo die Leute herkommen. Wenn sie korrekt sind, sind sie korrekt. Das genau. Reicht mir. Aber wo komme ich eigentlich her? Ich bin, ungelogen, ich will jetzt nicht genau mitzählen, aber bestimmt in meinen 33 Jahren über 20 Mal umgezogen. Also bis zur Grundschule Eberswalde. Danach zwischendurch eigentlich immer in Berlin gewesen. In Rudow und Moabit. Dann Hohenneuendorf, Birkenwerder, alles so Region um Berlin herum. Dann habe ich damals meine Ausbildung gemacht in Leipzig. War mit die schönste Zeit, die ich da erlebt habe, die 3 Jahre. In Engelsdorf, falls sich da jemand auskennt. Da bin ich direkt nach meiner Lehre, habe ich ein Work and Travel gemacht. Weißt du, was das ist? Ja, Work klar. And Travel, genau. Also ich war in Australien gemeinsam mit meinem Bruder, weil der war 1,5 Jahre davor in Neuseeland, hat das Land komplett durchreist. Nord- und Südinsel und hat mich dann gefragt, als er, Vorsicht Jonas, hinter dir kommt eine Treppe. Also wir sind hier übrigens an demselben Spot wie beim letzten Mal. Und nein, das ist kein Greenscreen. Weil viele geschrieben haben, Greenscreen. Nein, brauchen wir nicht, wir haben die richtige Natur. Ich gehe einfach mal runter, oder? Ja. Dann erzähle ich weiter. Aber ich gehe vorwärts, sonst paue ich mich hin. Wir machen so was Ähnliches. Ja. Kannst du mal schöne Grüße reinsagen? Hallo, schöne Grüße aus Lahnstein von der schönen Burg Laneck. Ja, genau. Der Mann kennt sich aus. Wo haben wir stehen geblieben? Ich bin hier geboren. Ha? Bin hier geboren. Das ist gut, das ist schön ergehen. Bin immer wieder gern hier. Wo waren wir stehen geblieben, Jonas? Ich hab's schon wieder vergessen. Du hast Work and Travel gemacht. Work and Travel in Australien, genau. Also, wenn ich direkt nach meiner Ausbildung 7 Monate. Kommt jetzt im Fernsehen? Nur auf YouTube. YouTube. Wenn es okay ist. Ja. Jemand, der einen AMG-Pulli trägt, Jacke, der ist das okay. ja, dann waren wir 7 Monate gemeinsam in Australien, haben dann, ja, ich sag mal, das Land bereist. War eine sehr schöne Zeit. Wir wären auch gerne länger da geblieben, aber damals haben die alljährlichen Buschfeuer uns so ein bisschen das Reiseziel kaputt gemacht. Nach Australien ging es dann wieder zurück. Und dann habe ich noch mal für ein knappes Jahr in der Berliner Umgebung gewohnt und bin dann auch schon 2009 genau zur Bundeswehr gekommen. Aber das ist dann ein anderes Video, was wir machen werden. Auf jeden Fall durch diesen Wechsel zur Bundeswehr habe ich dann quasi den kompletten Süden Deutschlands bereist.
zur gleichen Zeit, wie ich meine Lehre gemacht habe in Leipzig, hat meine Mutter ihren jetzigen wundervollen Ehemann kennengelernt und ist irgendwann nach Würzburg gezogen. So habe ich auch die Würzburger Gegend kennengelernt. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschlossen, als ich dann in den Süden musste, beruflich, dass ich dann auch nach Würzburg ziehen kann. Naja, und so bin ich dann bestimmt jetzt schon die letzten 13 Jahre im Würzburger Raum gewesen. Sehr schöne Stadt, Weingegend, also ähnlich wie hier. Koblenz ist ja auch, hat ja auch viele, oder? Sehr viele, ja. Hat viel Wein. Mosel. Genau, stimmt. Mosel ist ja das größte, glaube ich, in Deutschland. Ja. Auf jeden Fall, ja, momentan vom Herzen her Würzburger. Aber jetzt auch wieder in Berlin. Aber ich bin Würzburg treu geblieben, behalte und habe immer noch meine Wohnung. Weil ich finde, Berlin ist zwar geil zum Arbeiten, auch zum Leben, aber wenn man seine Ruhe haben möchte, schwierig manchmal. Deswegen habe ich meine Wohnung behalten, also in Würzburg, und versuche noch jedes Wort. Das schätze ich auch wirklich an meiner Heimat. Also das hier, wo wir jetzt gerade drehen, ist meine Heimat, quasi Lahnstein-Koblenz. Also er meint eigentlich die Ecke hier. Hier hinten ist seine Matte, das ist seine Heimat. Nee, einfach diese Berge, Natur. Das hat was. Du musst nicht weit wegfahren, du hast deine Ruhe. Ja. Und ich finde, Ruhe ist auch unbezahlbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also meine Wohnung ist ja schön in Berlin. Du hast halt einen Blick auf die Spree, ist cool, aber trotzdem, sobald du halt das Fenster aufmachst, hast du halt den Verkehr, du hast die Menschen. Und klar, du hast dich dazu entschieden, in einer Stadt zu wohnen, deswegen gehört es dazu. Deswegen darf man sich auch nicht beschweren. Aber ich liebe das, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Dorf, also ich wohne jetzt nicht direkt in Würzburg, sondern in Laub, in der besten Gemeinde, Dorf, Ortschaft der Welt. Wenn ich da das Fenster aufmache, da höre ich, so wie hier, Vögel, ich sehe die Nachbarskatze, ich habe die besten Vermieter, die man sich vorstellen kann. Von daher auch, ihr wisst, wer gemeint ist, schöne Grüße. Und die beste Vermieterin, die die beste Marmelade der Welt macht, für den besten Gamecake der Welt. Also es ist wirklich schön, dort zu wohnen. Und selbst wenn es nur 2 Tage dort sind, mir ist es immer die Reise wert, die 5 Stunden oder 4 Stunden auf der Autobahn dahin zu fahren und einfach mal 2-3 Tage zu chillen und wirklich mal runterzukommen. So ein Platz oder Ort der Ruhe, würde ich es nennen. So, dann wäre die Frage auch beantwortet, ob du immer hin und her pendelst? Ja, ab und zu. Also nicht immer, aber jetzt fahren wir öfters mal von Koblenz nach Berlin und Berlin Koblenz zurück, wie auch immer. So viel zu meiner Nationalität, also Nationalität ist deutsch, klar, aber mit jemand mit verschiedenen Wurzeln. Ist, im Endeffekt, glaube ich, kannst du jeden hier nehmen, ob du es bist, ob es meine Kumpels sind, wenn du da Generationen irgendwie zurückrechnest, haben die alle irgendwie verstreute Wurzeln. Norwegische, was weiß ich, türkische, russische. Ja, und vor allem heutzutage, ich glaube, es wird immer mehr. Und ganz ehrlich, das können wir vielleicht als Schlusswort nehmen. Wir leben alle auf demselben Planeten. Wir teilen uns alle eine Erde. Von daher sollte es egal sein, woher du kommst. Meine Meinung. Genau. Das ist auch ein Statement zum Schluss. Ja, doch. Von daher, ihr wisst Bescheid. Nur mal ein kurzer Einblick von mir zu einer Frage, die halt wirklich oft gekommen ist. Und was machen wir, Jonas? Wir freuen uns. Auf einen Daumen hoch. Und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ganz genau. Kommentiert, abonniert, Glocke und was es alles gibt. Und die nächsten Videos, ihr kennt uns ja mittlerweile, die kommen. Ciao.